Kapitel 26, der Eitelkeitsmagd. Wie ihr wisst, hegte der böse Fürst einen tödlichen Hass gegen den König der himmlischen Stadt und wurde wütend auf jedermann, der sein Land verließ, um zum Land des Königs zu pilgern. Diese Stadt nun, die Eitelkeitsmagd hieß, hatte der böse Fürst absichtlich an der Strecke gleich nach dem finsteren Tal und der öden Ebene erbauen lassen. Er wusste, wenn die Pilger hier ankamen, waren sie müde und matt, und er hoffte, sie unschwer dazu zu bewegen zu können, ihr Unterfangen aufzugeben. Er hatte alles getan, um den Eitelkeitsmarkt prächtig und anziehend zu gestalten. Die Straßen waren breit, die Häuser vornehm, die Schaufenster verführerisch. Die Leute auf den Straßen trugen elegante Kleider und taten den ganzen Tag, was sie gelüstete. Der böse Fürst sorgte für Zerstreuung und Vergnügen am laufenden Band, so dass sie keine Zeit hatten, an den König zu denken. Und in der Tat, kaum hatten sie wenige Tage auf dem Eitelkeitsmarkt zugebracht, so vergaßen ihn die meisten Pilger völlig. Wenn neue Pilger ankamen, taten sie es fortan den Dienern des bösen Fürsten gleich. Sie rieten den Reisenden davon ab, ihre Wanderung fortzusetzen. Als die beiden Jungen in die Stadt kamen, war es bereits dunkel. Lautlos suchten sie Unterschlupf in einem geschützten Winkel an der Stadtmauer, wo sie bis zum nächsten Morgen blieben. Bei Tagesanbruch machten sie sich auf den Weg. Sie hofften, das andere Ende der Stadt zu erreichen, ehe die Straßen sich belebten. Aber Jungchrists glänzende Rüstung und getreues weißes Kleid waren allzu verschieden von den Kleidern, die die Kinder auf dem Eitelkeitsmarkt trugen. Kaum hatten die beiden einige Schritte getan, da wurden auch schon ein paar Gassenbuben auf sie aufmerksam. »Ho, ho, ho«, riefen sie, »da gehen ja zwei junge Pilger. Kommt, wir laufen ihnen nach und halten sie fest.« Jungchrist und Getreu hörten das wohl, dass man sie verfolgte, aber sie wandten sich nicht um. »Wir wollen tun, als merken wir nichts«, sagte Jungchrist. »Vielleicht reden sie uns bloß an.« Als die Buben sie aber eingeholt hatten, umringten sie die Pilger und wollten sie nicht weitergehen lassen. »Woher kommt ihr?« rief einer. »Wer hat euch diese Rüstung und diese weißen Kleider gegeben?« fragte ein zweiter. »Warum guckt ihr die Schaufenster nicht an?« wollte ein dritter wissen. »Kinder wie ihr brauchen keine Schwerter und keine Schilder. Verkauft sie doch und kauft euch etwas von den schönen Sachen, die hier ausgestellt sind.« Sie redeten alle durcheinander. Jungchrist war ganz verwirrt und wusste nicht, was antworten. Aber Getreu wehrte sich tapfer. »Wir wollen nichts von diesen schönen Sachen wissen. Wir gehen zur himmlischen Stadt.« Da brachen die Buben in rohes Gelächter aus. Einer puffte Getreu so grob in die Seite, dass er gestürzt wäre, hätte Jungchrist ihn nicht bei der Hand gehalten. Bald liefen weitere Kinder herzu und selbst Erwachsene hielten an, um zu sehen, was es da gäbe. Ein Beamter des bösen Fürsten, der den funkelnden Helm Jungchrist bemerkt hatte, begriff, dass es sich hier um Pilger handeln müsse, bahnte sich einen Weg durch die Menge und packte die Jungen bei den Schultern. »Was macht ihr da?« fragte er barsch. »Unser Fürst gestattet nicht, dass die Kinder sich auf öffentlichen Plätzen streiten.« »Wir streiten uns nicht«, wehrte sich Jungchrist, »wir gingen nur ganz ruhig vorbei.« »Dummes Zeug, ihr seid schuld an diesem Zusammenlauf und all dieser Aufregung. Komm mit mir.« »Wir sind Pilger des Königs«, erklärte Getreu. »Wir wollen niemanden stören. Wir bitten nur um die Erlaubnis, durch die Stadt zu gehen.« »Ich weiß nicht, was das ist, Pilger des Königs«, spottete der Mann. »Aber ich sehe, dass ihr zwei üble Kerle seid, die die öffentliche Ordnung gefährden. Ihr müsst vor dem Bürgermeister erscheinen.« Und damit schob er Getreu und Jungchrist vor sich her durch die Straßen. Laut lachend und tönend folgten ihnen die Kinder des Eitelkeitmarktes. Kapitel 27. Die Pilger leiden für ihren König. Der Bürgermeister des Eitelkeitsmarktes war ein hochstehender Beamter des bösen Fürsten und hasste die Pilger beinahe ebenso sehr wie sein Herr. Als Jungchrist und Getreu vor ihn gebracht wurden, freute er sich, einen Vorwand zu haben, um jemanden, den der König liebte, ein Leid anzutun. Er sprach: »Ihr seid zwei böse Buben. Ich werde euch verhauen lassen,
So, dann werdet ihr in einen eisernen Käfig gesperrt, damit unsere Kinder euch sehen und sich merken können, was sie erwartet, falls sie eurem Beispiel folgen sollten. Die Angeklagten sahen sofort, dass es keinen Sinn hatte zu antworten. Jungchrist kämpfte mit den Tränen und Getreu erbleichte. Aber er flüsterte seinem Freund zu. Der Evangelist hat uns ja gesagt, dass es uns vielleicht schlecht gehen werde. Denk daran, wenn wir sterben, kommen wir schnurstracks in die himmlische Stadt. Ich will an den König denken, ganz bestimmt wird er uns helfen. Ich will nicht weinen. Da beschloss Jungchrist ebenfalls tapfer zu sein. Das schöne Bild, das er beim Ausleger gesehen hatte, kam ihm in den Sinn. Der gute Hirte, der sein Schäflein über den steinigen, rauen Weg trägt, und er sagte sich, unser Königssohn hat sich nicht vor dem Leiden gefürchtet, und weil ich sein Diener bin, will ich mich auch nicht fürchten. In meinem Buch steht ja, dass jeder, der zu ihm gehört, seinem Beispiel folgen muss. Und Jungchrist weinte nicht mehr. Er führte sich wie ein tapferer Kriegsmann auf, obwohl ihm Rücken und Arme von den Schlägen des schweren Stockes sehr weh taten. Der eiserne Kerker stand in der Mitte des Marktplatzes. Mit seinen dicken Stangen sah er wie ein Käfig für wilde Tiere aus. Nach der harten Züchtigung legte man den Buben Fuß- und Handschellen an und schloss sie in dieses schreckliche Gefängnis ein. Sie fühlten sich so wund und elend, dass sie nicht mehr aufrecht stehen konnten. Sie kauerten sich auf den Boden und suchten sich gegenseitig zu trösten, indem sie einander an die Verheißungen des Königs erinnerten. Wir haben es ja gewusst, dass man uns wehtun würde, sagte Getreu. Wir leiden aus Liebe zum König und er wird es nicht zulassen, dass man allzu grausam mit uns umgeht. So wie die Stadtleute hörten, dass zwei königliche Pilger im eisernen Käfig steckten, eilten sie herzu. Bald umringte eine Menge Buben und Mädchen, Männer und Frauen das Gitter und begaffte Jungchrist und Getreu. In grober, gemeiner Art machte die lachende, kreischende Menge sich über die beiden lustig. Die Gassenbuben hängten ihnen allerlei hässliche Namen an, in der Hoffnung, sie würden sich durch einen Zornesausbruch gegen ihren König versündigen. Aber Jungchrist und Getreu blieben ruhig und erwiderten kein Wort. Schließlich wurde es einigen Kindern ob so viel Geduld und Sanftmut ungemütlich. Sie begannen sich zu schämen und sagten zu ihren Kameraden, kommt, wir lassen sie in Ruhe, man hat sie geschlagen und sie haben nicht geschrien. Das heißt etwas, wir wollen sie nicht mehr plagen. Anderen hingegen gefiel es sichtlich, die beiden leiden und zittern zu sehen. Den Mahnungen ihrer Kameraden zum Trotz fuhren sie fort, die Pilger zu verhöhnen und zu reizen. Dadurch entstand allmählich ein Streit, der den ganzen Marktplatz in Aufruhr versetzte. Die Buben, die wollten, dass man Jungchrist und Getreu in Ruhe lasse, schlugen sich mit den Buben, die nicht aufhören wollten, sie zu plagen. Der Bürgermeister war genötigt, mit Polizeigewalt einzugreifen. Er befahl, man solle die Gefangenen nochmals schlagen, denn sie seien für die Unruhe verantwortlich. Hierauf wurden die tapferen Pilger wieder in ihren Käfig eingeschlossen, wo sie eine traurige, schmerzensreiche Nacht zubrachten. Kapitel 28 – Das Ende von Getreus Pilgerreise. Am Morgen wurden Christ und Getreu vor Gericht geführt. Der oberste Richter war ein alter, harter Mann, der wie der Bürgermeister den König und seine Pilger nicht ausstehen konnte. Mit Ketten an den Händen erschienen die beiden Jungen vor ihm. Er fragte sie, was sie getan hätten und woher sie kämen. Ein zweifelhafter Bursche namens Neid, der als einer der ersten den beiden nachgelaufen war und sie geplagt hatte, erhob sich von seiner Bank und beantwortete die Frage des Richters. Er hatte die Angeklagten gekannt, als sie in Verderben wohnten, und sie waren ungehorsam und streitsüchtig und hatten keinerlei Achtung vor den Fürsten des Landes. Hierauf meldeten sich zwei weitere Buben zu Wort und versicherten, Neid habe die Wahrheit gesagt. Dann berichteten sie, Jungchrist und Getreu hätten sich über die prächtigen Dinge, mit denen der Fürst die Stadt angefüllt habe, lustig gemacht.
und sie hätten nichts in den Läden gekauft und behauptet, eine schönere Stadt als den Eitelkeitsmarkt zu kennen. Dazu ein König, dessen Gesetze denen ihres Fürsten überlegen seien. Deshalb, sagten sie, lasst sie ja nicht laufen, sie würden den Kindern unserer Stadt ein schlechtes Beispiel geben. Im Gerichtssaal saßen 12 Geschworene. Ihre Aufgabe bestand darin, zuzuhören, was über die Angeklagten ausgesagt wurde, und dann dem Richter beizustehen bei der Entscheidung, ob sie Strafe verdienen oder nicht. Selbstverständlich waren die Geschworenen lauter bezahlte Angestellte des bösen Fürsten und folglich nicht in der Lage, Untertanen des Königs gegenüber Gerechtigkeit und Güte walten zu lassen. Sie behaupteten jedoch, alle Angeklagten gerecht zu behandeln. Als Getreu jetzt ums Wort bat, erwiderte deshalb der Richter: Ihr solltet für euer Vorgehen augenblicklich zum Tode verurteilt werden, doch wir wollen hören, was ihr zu sagen habt. Jungchrist war erstaunt, ob der Mut den Getreu an den Tag legte. Er war blass, schien aber nicht eingeschüchtert zu sein, obwohl Richter und Geschworene äußerst übelgesinnt reinschauten. Jungchrist erfuhr später, dass der König ihm geholfen hatte, stark und mutig zu sein. Deshalb scheute er sich nicht zu bezeugen, dass er den König lieb habe und ihm allein gehorchen wolle. Als Getreu schwieg, wandte der Richter sich an die Geschworenen und sprach: Was finden Sie? Sie haben das Zeugnis Neitz und seiner Gefährten über diese Buben gehört. Getreu hat es nicht widerlegt. Er weigert sich, unserem Fürsten zu dienen. Nach unserem Gesetz hat er zu sterben. Die 12 Männer erhoben sich und antworteten einstimmig: Wir erachten diese Buben als strafwürdige Lümmel, aber Getreu ist der Schuldigere, denn er scheut sich nicht, gegen unseren Fürsten aufzutreten. Wir finden, dass er den Tod verdient hat. Jungchrist hingegen soll in den Kerker zurückgebracht werden. Armer Jungchrist! Er war so bestürzt, dass er sich kaum Rechenschaft gab, was um ihn her vorging. Als die Soldaten des bösen Fürsten eintraten, Getreu ergriffen und ihn aus dem Gerichtssaal führten, fragte er sich, wo sie hingehen mochten. Wenig später wurde er selbst auf den Marktplatz gestoßen. Dort sah er, wie sein Freund von grausamen Männern umgeben war, die mit ihren Waffen auf ihn einschlugen und ihn tödlich verwundeten. »O Getreu, Getreu!« schrie Jungchrist auf, aber Getreu antwortete nicht. Er hob die Augen zum Himmel und sein Antlitz erstrahlte in überirdischem Glanz, wie das Antlitz von Jungchrists Mutter, als er sie im Traum gesehen hatte. Da schaute auch Jungchrist hinauf und siehe, in den Lüften gerade über Getreus Haupt schwebten Engel mit ausgebreiteten Flügeln. Nun wusste Jungchrist, dass diese Boten des Königs nur darauf warteten, die Seele des tapferen kleinen Pilgers in die himmlische Stadt zu tragen.